Hola amigo und willkommen zu einer neuen Folge von Resident Evil 4. Over here, Genau. Stranger. Ja, warte, ich muss erstmal meine Anmoderation machen. Wenn ihr mehr von Resident Evil 4 oder anderen Zeugs hier sehen wollt, dann lasst mir das gerne mit einem Like, ein Abo und einer Glocke, die direkt das Video da wissen. Kommentar ist auch immer sehr schön. Ja, darf ich da bitte weitermachen? Okay, danke. Und ja, viel Spaß bei der Folge, wenn man das so sagen kann. Ich glaube, hier die Kiste habe ich auch nicht mitgenommen. Da war ein grünes Kraut drin, okay. Also, ich glaube, diese Kisten, die sind eh random an sich. Deswegen. Schön. Deswegen kann da alles drin sein. Got something that might interest you. Got a selection of good things on sale, stranger. So, was haben wir denn da Schönes? Weiß nicht, ob du es gemerkt hast, Stream, aber ich im Dorf hängen, glaube ich, mit Daniel rum. Ja, ich weiß. Ich verkaufe erstmal die Blendgranate, weil die baue ich erstmal nicht. Dann die 5 Spinels. Ja. Den Bierstein kann man verkaufen. Ich weiß aber nicht, okay, am Stein legen nahe, dass er einst eingefasst war, aber worin? Auf jeden Fall ein seltener Stein. Dann lasse ich den erstmal. Tunen werde ich nicht, weil ich warte dann auf die Red 9. Die es hier aber noch nicht gibt. Okay. Wo ist ein Aktenkoffer? Da ein Sturmgewehr. Rotieren kann man wie? Ja. Lass mir irgendwas. Erstmal abbrechen, ja, okay. Ich muss irgendwas Steuerung gucken. Steuerungseinstellung, ja. Tastatur und Maus. Tastenbelegung. Schnelle Drehung, das würde ich nicht. Ja gut, dass das hier auch steht, ne? Schnelle Drehung. Oh, das ist cool, das? Ja, T-U. Ja gut, Digga, wer hat sich ausgesagt, entfernen als Auswahl dafür zu benutzen? Ja, da lachst du auch noch, ne? Also typisch. Ja, ich musste erst im Internet auf der Stream-Community-Website gucken, was man dafür benutzt, ey. Ja, hör auf zu lachen. Haben wir da hinter dir noch was? Oh, hab ich auch nie gefunden. Rotes Kraut und eine TMP-Munition. Das ist geil. Digga, einfach Delete. War es Delete? Ja, es war. War es Delete? Ja, ich glaube, es war Delete. Kombinieren. So. Digga, auf der. Auf der Konsole war es aber einfacher, muss man sagen. Ich habe erst gedacht, ja, okay, wird es irgendwie cool sein oder so, aber nein. Kann den auch umbringen, aber dann kriegt man nichts mehr von dem, also mache ich das besser nicht. Auch wenn er jetzt ein bisschen frech zu mir war. Blumen. Ja. Hallo. Wir rennen noch nicht so weit weg von mir, Junge. Ich kann jetzt gar nicht mehr abstechen. Digga, bomb mir doch nicht die weg, die wollte ich noch haben. Die wollte ich noch haben. Digga, es sind einfach zwei. So, jetzt erstmal. Mal Ruhe bewahren oder so. Irgendwie so, ne? Digga, ich hab dir gerade einen Schuss mit einer Schrotflinte gegeben. Junge, was willst du denn noch mehr? Hallo? Halt mal bitte, richtig, Junge. Ja.
Hallo, ich möchte auch mal... Weißt du was? Ne, ich geb dem jetzt einen Tick drauf. Nerdshot, du kriegst Nerdshot. Junge, seit wann ist das Game so anstrengend? Vielleicht weil ich das komplett vergessen habe, wie anstrengend das am Anfang war, habe ich das nicht mehr so in Erinnerung. Das einzigste mögliche. So, dann lass mal jetzt weiter nach hier gehen. Eben kurz jetzt ganz casual hier mit einmal. Kommt der tot? Doch, der ist komplett tot, ja, okay. So. Haben wir jetzt hier Nummer Uno von dem Fragment. Was wir brauchen, um da oben die Tür zu öffnen, oder das Wappen. Aber du bist jetzt allein hier, also du bist einfach so umgebracht. Hallo? Spawnen die eigentlich wieder und wieder, oder? Ich weiß gar nicht. Hoffe ich mal nicht. Ich glaube, wenn man hier fertig ist mit allem, dann spawnen die gar nicht mehr. Also einfach schnell hier durchgehen. Ist das der Way to Win? Anstrengend. Ich würde schon mal das Schlüssel und Schätze kombinieren mit dem. Und nachladen. Ich habe doch dafür eine Handgranate, weißt du? Also, wofür, wenn ich dafür? Weißt du? Soll jetzt nicht hochlaufen. Mensch, Ezio. Ah ne, das war ja Assassin's Creed, das war was anderes. Jetzt bitte nochmal eine Waffe auswählen. Komm, nehm mal die. TMP geben wir uns noch auf fürs Dorf, wenn wir gleich da wieder sind. Gehen wir noch kurz hier looten. Haben wir hier noch was? Nee. Nicht gut. Warum sind hier eigentlich Leute gestorben? Was ist hier passiert? Haben nie was gemacht. Ist hier auch noch was? Gut, da haben wir nichts. Ach, hier kann man runter und hoch gehen. Okay, wusste ich gar nicht, dass es geht. Wieder was zu verkaufen. Da haben wir nichts mehr. So, haben wir hier noch eine Dings zu mitnehmen. Dann rennen wir noch da. Hier rein kann man, glaube ich, auch nicht. Doch, hier rein kann man? Das wusste ich gar nicht. Okay, gibt es dann ein Safe? Ne, zwei Dinger gibt es. Frage ist, kann man den anderen auch noch öffnen? Man kann den anderen auch noch öffnen. Und hier ist ein gelbes Kraut. Das ist formidabel, also. So, dann kriegen wir die Tür nochmal auf. Und gehen nochmal hier hinter. Um Zeit zu schenken. Ne, da war noch etwas. Aber egal, es ist eine Kiste und die enthält safe nichts mehr. Lässt sich nicht öffnen? Ja, ich weiß, da muss man was reinlegen. Gut. Gut, das haben wir dann auch geschafft. Jetzt haben wir hier nochmal was zu looten. Die Kiste ist irgendwie immer bei mir leer. Jetzt mal nicht. Aber dafür die Kiste, ne? Auch nicht? Okay. Uiuiui, okay, schon mal 40.000, das ist eigentlich, ich glaube, wir sind gut dabei, also. Ich habe, glaube ich, auch relativ alles gelootet, was man looten kann. Jetzt kommt nochmal ein schwieriger Part, den ich auch nicht wirklich mag. Ist hier noch was zu looten? Ja. Das war gerade mit meiner Stimme los hier. Ist hier noch was zu looten? Ja. Das ist nicht normal. So. Unser Deuer ist erstmal kommen, weil da hinten
sonst einer mit einer. Den muss ich als erstes umbringen, weil der ist am stressigsten. Digga, wie viel. Wollte ich gerade sagen, Digga, wie viel. Fressen. Digga, was ist das? Ich habe ihn ins. Also, auch wenn er in den Arm geschossen kriegt, das tut doch trotzdem weh. Habe ich nichts dafür, ne? Nee, komm, dann. Müssen wir nochmal die Shotgun. Und da mal rein. Neisen. Gut. Haben wir das auch. Okay. Mal nachladen. Die 800 Pesetas mitnehmen. Hui. Und dann hier die Kiste, die ich glaube ich auch nie gesehen habe, mitnehmen. Mit ein bisschen Pesetas. Rüberspringen. Hier ducken. Warte, ich muss gar nicht die Pistole ausrüsten. Ich kann auch das ausrüsten. Jetzt warten. Das ist so scheiß. So, okay. Jetzt nehme ich mir dann die Heilung. Mit dem Messer hier ran. Hallo. Danke. Nimm wohl wieder die Pistole besser. Schon da. Ja, wie schnell bist du, Junge? Wie bist du, hä? Na egal, die droppen nix. Mal rumdrehen, ob da was ist zum Droppen? Nee. Ich kann jetzt den denn hier, hallo? Tschüss. Gut, okay. Heute ein bisschen sehr actionlastig, muss man sagen. Aber wir haben auf jeden Fall viel Zeug so zum Verbraten. Hat der noch was gedroppt? Ne, okay. So. Dann so. Jetzt gucke ich mal. Schlüssel und Schätze. Ne, ne. Kombinieren mit dem. Okay, dann brauchen wir doch diese Krone, glaube ich, die man dann nah am Ende findet. Also muss man das lange mal aufheben noch. Haben wir da gleich noch so einen Typen? Nehmen wir dann eben kurz die Sniper-Muni. Findet ihr das auch immer so, dass es ein bisschen einfach die FPS weg sind, wenn man das mit dem Scope-Gewehr nachlädt. Ja, das letzte Mal hatte ich so einen Kampf mit denen. Das war nicht mehr feierlich. Gut, jetzt haben wir. Haben wir zu viel Zeugs an sich. Machen wir das mal so. Benutzen einen so ein Ei. Verwenden. Auswahl verschieben. Gut, dann können wir uns das nehmen. Großen Barsch. Ah ne, es gibt noch. Das
Inventarmanagement von mir sieht schon mal so gut aus, aber ich freue mich lieber, dass ich viel Munition habe, anstatt dass ich wenig Munition habe. Wo soll ich den jetzt unterkriegen? Den kriege ich auch nicht unter, sorry. Dann holen wir die später vielleicht mal. Junge, 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 der ist ein bisschen groß für mich. So, dann gehen wir hier hoch. Eins und zwei und... bitte? Hallo? So, gehen wir auf den Vogel da, dahinter. Und hier rechts ist auch noch so ein Teil, was man auch noch abschießen kann. Ups, und da oben dran. Öffne was einfach nochmal. Ich weiß auch nicht, warum es eigentlich diese Funktion gibt. Aber ja. Gibt es hier eigentlich jetzt schon die Schlangen, die einen attackieren? Nee. Es gibt ja diese Schlangen, die dann in den Truhen warten, was übelst unrealistisch ist und ich relativ scheiße finde, weil... Ja, man öffnet eine Truhe, denkt sich nichts Böses und dann kommt einfach so eine Schlange auf einen zu. Was ist denn das? Hilfe. Gut, gehen wir dann mal nach hier oben. Das ist eine Großkristallkugel. In welche Richtung? Nee, das war schon richtig. Ja. Gut. Sind wir im Haus von dem Bürgermeister, ne? Da auch noch was öffnen. Es gibt so viel Zeugs, denn wenn man sich umguckt, dann kann man eigentlich gar nicht zu wenig Munition haben, weil ich bin ja jetzt schon komplett voll überall. Müsste eigentlich mal so langsam wieder zum Händler, um Munition aufzusammeln, aber ja, das letzte Mal sah das anders aus. Da musste ich zum Händler, um mir eine Waffe zu holen, damit ich Munition habe. You carry the same blood as us, it seems. Nevertheless, you're an outsider. Just remember, if you become unpleasant to our eyes, you'll face severe consequences. What? Same blood? Ja, und dann würde ich auch sagen, beenden wir, glaube ich, die Folge von Resident Evil 4. Wenn sie euch gefallen hat, dann gerne liken, Abo und Glocke, die deaktiviert ist. Da wünsche ich einen wunderschönen Tag, danke und ciao, Leute.